Migrationspakt der Eliten. Eine Reportage von Junge Freiheit TV. Reichstag treffen wir Professor Ulrich Vosgerau, Rechtswissenschaftler an der Universität Köln, spezialisiert auf Völker- und Europarecht und damit nur allzu gut vertraut mit Pakten wie diesem. Ich habe natürlich zuerst gedacht, das ist ein typisches Dokument der United Nations. Es liest sich immer sehr ähnlich. Es ist immer dasselbe Konvolut an politischen Korrektheiten, die da aufeinander getürmt werden. Und wir sehen auch immer in diesen UN-Dokumenten diese typische Technik, wir nennen das Seesaw-Technik, dass also scheinbar klare Aussagen, die irgendwo getroffen werden, zwei Zeilen drunter, dann auch wieder zurückgenommen oder relativiert werden. Also der Leser kann sich, Seesaw heißt Wippe auf Englisch, der Leser kann sich quasi aussuchen, was er nun glauben will. Und diese Wippe geht so. Wir verpflichten uns im Einklang mit dem Völkerrecht, das Recht der freien Meinungsäußerung zu schützen, heißt es wohlklingend im Pakt. Doch einen Absatz später liest man, die Staaten sollen Rechtsvorschriften erlassen, umsetzen oder aufrechterhalten, die Hassstraftaten und schwere Hassstraftaten, die sich gegen Migranten richten, unter Strafe stellen. Und weiter, man solle die öffentliche Finanzierung oder materielle Unterstützung für Medien einstellen, die systematisch Intoleranz, Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und andere Formen der Diskriminierung gegenüber Migranten fördern. Doch was ist Hass? Was Intoleranz? Was sind andere Formen? Und was ist berechtigte Kritik? Und vor allem, wer entscheidet das? Dem Pakt selbst zufolge scheint es an Migration wenig bis gar nichts Kritikwürdiges zu geben. So auch der Eindruck von JF-Chefredakteur Dieter Stein. Im Grunde genommen ist es eine vollkommen weltfremde Prämisse, unter der dieser Pakt steht. Nämlich, dort steht ja drin, dass Migration eine Quelle des Wohlstands und also einer positiven Entwicklung wäre. Und wir wissen ja, dass wir seit 2015 eine tiefgreifende Spaltung des Landes haben, auch mit dieser Frage, weil letztendlich viele Leute mit Migration vor allen Dingen eine Destabilisierung in Verbindung bringen und auch sehen, welche enormen finanziellen Belastungen auch mit dieser unkontrollierten Zuwanderung verbunden sind. Wir denken an die Vorfälle Köln-Silvester oder die vielen Vergewaltigungsfälle, die wir in letzter Zeit haben. Das heißt, die Leute machen sich vor allen Dingen Sorgen und sehen Gefahren im Zusammenhang mit der Migration. Sorgen und Gefahren, die es laut dem Pakt gar nicht gibt. Stattdessen wird ein rein positives Bild von Migration zur einzig zulässigen Wahrheit erhoben, die es dann per Zwang in den Medien durchzusetzen gilt. Ist das noch demokratisch? Es ist ja nicht nur, dass Hassverbrechen unter Strafe gestellt werden sollen. Diese Randnummer, die in der Tat häufig zitiert wird, ist ja noch umfänglicher. Da verpflichten sich also alle Staaten für eine wahrheitsgemäße und faktenbasierte Berichterstattung, Presseberichterstattung zu sorgen. Und darunter, das ist wird aus dem Kontext relativ deutlich, weil wir ja gleich mehrere Nummern haben, wo eben die Einwanderung einseitig gelobt wird, immer als Quelle für Glück und Wohlstand der Aufnahmegesellschaften gestellt wird. Der Global Compact geht davon aus, dass eine kritische, dass eine negative Berichterstattung auch über Einwanderung offenbar nicht wahrhaftig ist, offenbar nicht faktenorientiert ist und deswegen von den Signatarstaaten eben nach Möglichkeit unterbunden werden soll. Es ist die Rede davon, dass der professionelle Media-Staff, also die Medienleute, erzogen werden soll, to educate, er soll erzogen werden, dass er positiv über die Einwanderung zu berichten hat. Das wird übrigens in der deutschen Übersetzung stark verharmlost. In der deutschen Übersetzung ist auf einmal die Rede davon, die Medienleute sollten aufgeklärt werden über die richtige Terminologie. Das ist im englischen Original, das ja als einziges authentisch ist, liest sich das ganz anders, denn to educate bedeutet nicht aufklären. To educate, erziehen, ausbilden, das ist immer eine Unterweisung unter Ausnutzung eines Machtgefälles. Und das soll hier geschehen. Und in der Tat einigermaßen besorgniserregend.